Dem Vernehmen nach ist die G-Dur-Sonate von Schubert ein Werk, das einen Klavierpoeten erfordert. Was ist ein Klavierpoet und warum gibt es keine Violinpoeten oder Poeten des Taktstocks? Es scheint, dass sich das Klavier am besten zu Assoziationen der verschiedensten Art eignet, weil es sich ständig verwandeln muss. Das Klavier ist als Schlaginstrument verschrien. Sein eigenes Timbre ist zu neutral, es hat nicht die sinnliche Unmittelbarkeit der Geige oder der menschlichen Stimme. Es wartet darauf, Rollen zu spielen. Das Klavier ist wie einer jener proteischen Schauspieler, die kein eigenes Gesicht, keine private Identität zu haben scheinen, die sich selbst vielleicht sogar hassen, aber gerade darum imstande sind, in jede Charakterrolle zu schlüpfen. Es gibt noch eine andere, stark einschränkende Bedeutung des poetischen Spiels. Es muss sich mehr an das Gefühl wenden als an den Verstand. Man darf den Ordnungszwang eines Werkes nicht fühlen. Wie der Pianist Josef Pembauer der Jüngere sagte, die poetische Form darf nie aufdringlich und in ihren Teilen zu gleichmäßig sein. Ein Warenhaus wirkt unpoetisch. Ein Häuschen im Villenstil regt Empfindungen und Geist poetisch an. Wer poetisch ist, ist nicht nüchtern, trocken, ironisch, witzig, grotesk. Er ist auch nicht monumental oder heroisch. Beethovens Neunte ist nicht poetisch. Zu viel Bravour, Brillanz, Aggressivität sind ebenfalls unpoetisch. Poesie im Vortrag ist Mangel an Technik, heißt ein Busoni zugeschriebenes Bonmot, das ganz gut auf den Pembauer zugeschnitten sein könnte. Poesie in der Musik hat intim zu sein. Schuberts Moments Musicaux, Schumanns Kinderszenen oder Waldszenen sind poetisch. Einem Sonatensatz, der poetisch genannt wird, wirft man damit eigentlich etwas vor, nämlich, er hätte Miniatur bleiben sollen. Dies ist eines der schlimmsten Missverständnisse, denen Schubert bis in die heutige Zeit ausgesetzt war. Man hielt ihn für einen Miniaturisten, zu jung verstorben, um die große Form meistern zu können. Man verwechselte in seinen Sonaten epische Breite mit lyrischem Zerfließen. Man übersah die ungeheuren dramatischen Konflikte. Man übertrug die vermeintliche Mentalität des Liedkomponisten, der sich von der Dichtung inspirieren lässt, auf seine Instrumentalmusik. Schuberts Sonaten sind keine Poesien, die sich in die Instrumentalmusik verirrt haben. Wie jeder große Komponist war Schubert, man muss es sagen, in erster Linie Musiker. Nicht Programmmusiker, der Stimmungen malt, sondern Komponist, der auf musikalische Abenteuer ausgeht. Seine Kühnheit ist die des musikalischen Materials, der kompositorischen Vorgänge. Die G-Dur-Sonate aus dem Jahr 1826 ist heute noch als Fantasiesonate bekannt. Der Titel stammt nicht von Schubert. Sein Verleger veröffentlichte das Werk als Fantasie, Andante, Menuett und Allegretto, also als eine Aneinanderreihung von vier Stücken. Nichts in der Form des ersten Satzes der Sonate weist auf eine Fantasie hin. Er entspricht genau dem üblichen Sonatenschema. An dem Titel Fantasie in Verbindung mit der traumverlorenen Stimmung des Werkes mag sich die Fantasie jener Hörer entzündet haben, die Titel lieben. Das Liedhafte und Lyrische darf
offenbar nicht die Grundlage einer ganzen Sonate sein. Man hat Schubert vorgeworfen, dass er sich zu sehr darauf stützt, sehr zu Unrecht. Es hat diese Art der Sonate schon früher gegeben, zum Beispiel in Beethovens Pastoralsonate Opus 28. Auch hier ist das Thema des ersten Satzes, das Hauptthema, scheinbar liedhaft in sich abgeschlossen. Sagte, das Thema sei scheinbar in sich abgeschlossen. Aber wir hören, dass der Abschluss doch nicht endgültig ist. Man spürt, es muss hier weitergehen. Das Thema führt zwangsläufig in den nächsten Einfall hinein. Ähnlich verhält es sich in der G-Dur-Sonate von Schubert, deren Anfang ich jetzt spiele. Auch hier muss es weitergehen. Auch hier ist eine Entwicklung gewährleistet. Übrigens entladen sich in beiden Sonaten in den Durchführungen leidenschaftliche Gewitter. Im zweiten Satz der G-Dur-Sonate unterscheiden sich Autograph und Erstdruck in einem wichtigen Punkt. Von den 8 Doppelschlägen, die im Autograph das Thema und seine Reprisen verzieren, fehlen im Erstdruck nicht weniger als 7. Darf man den Stecher für eine solche Anzahl von Versehen verantwortlich machen? Oder ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass Schubert selbst vor der Drucklegung des Werkes, das zu den wenigen gehört, deren Veröffentlichung er erlebt hat, die Doppelschläge eliminierte, weil er sie überflüssig fand? Die Doppelschläge machen das Thema menuetthafter, förmlicher, konventioneller. Sie wirken wie ein Rückfall in Schuberts jüngere Musik. Die unverzierte Form des Themas scheint mir inniger und liedhafter. Ich spiele Ihnen erst den Beginn des Themas mit Doppelschlägen. Jetzt spiele ich das Gleiche ohne die Doppelschläge.
Nur in der ersten stark ornamentierten Reprise sind Doppelschläge am Platze. Und hier, im Takt 82, hat nach meiner Überzeugung der Stecher einen der beiden vergessen. Wenn ich nicht selbst den Erstdruck durchgesehen hätte, wäre ich nie auf den Widerspruch der Quellen gestoßen. Das Scherzo enthält wieder einen der schönsten Ländler als Trio und das sehr lange, aber keineswegs zu lange Rondo löst sich am Schluss in Luft auf. Wie Schubert das macht, ist Zauberei.